Alles klar, die Abonnenten sind auch wieder da. Dann kann ich ja weitermachen bei Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit im Pilzpalast der Vergangenheit. Es riecht nach dem finalen Kapitel. Und wir schlagen uns munter voran. Ich frage mich halt, wo führt das alles hin? Kommen wir in den Thronsaal und wenn ja, was erwartet uns dort? Hallo? Leider nicht viel, also das geht so nicht. Aber hier ist eine Röhre und jetzt gucken wir erstmal, wo die hinführt. Ach so, nächstes Stockwerk. Ja, wäre auch sonst so einfach gewesen. Wäre halt auch zu einfach gewesen. Das Tor zum letzten Kampf steht offen und es ist derselbe Text wie letztes Mal beim Speichern. Alles klar. Irgendwo muss man ja sparen, ist ja ganz klar. Aber was soll ich hier machen? Unten haben wir das ja gesehen. Was die wollen. Also wir haben viele Röhren. Ich könnte einfach mal versuchen, mich dahin durchzuschlagen. Vielleicht bringt das was. Oh, hier ist was los. Storybedingt können wir da nichts tun. Diese Untertassen behindern unser Vorankommen. Ich frage mich, ob sie man wohl irgendwie vertreiben kann. Im Moment sollten wir nach einer alternativisierten Route suchen. Na gut, wenn er sagt, hier nicht lang, dann da nicht lang. Die UFOs verhindern das Weiterkommen. Taschenwaus, also hier eine Bibliothek. Ist nice gemacht, ne? Wir kennen den Ort. Ich will nicht sagen, wie unsere Westentasche, aber wir kennen ihn gut. Fühlen mich hier ein bisschen heimisch, ja, so ein kleines bisschen schon, ja. Und jetzt das Ganze in einer bedrohlichen Lage, ja, das ist echt interesting. So. Ja, das sind UFOs links und rechts. Das heißt, ich würde einfach mal geradeaus gehen. Mal gucken, ob ich da irgendwie hochkomme mal wieder, ne? Ja. Ich hätte gewusst, hätte ich die Babys erst abgeschmissen, wie es halt so ist. Lass die Zeit ablaufen. Du abgelaufene Joghurt, lass sie ablaufen. Kann mir vorstellen, dass es diesmal ein bisschen knapper ist. Wie bei Kappa und Kappa wird es knapp und knapper. Hm, lecker knapper, Spaß. Nope. Einfach nur nope. Jetzt sind wir trotzdem wieder hier und die Babys oben. Weil warum? Weil ist so. Nicht, dass die Babys jetzt im Weg stehen, ne? Und wir die mit unserer Kugel platt machen wollen. Das wäre halt auch ein bisschen uncool. Weiß nicht, wie stramm das Zeitlimit jetzt ist. Ach, mit Hindernissen auf dem Weg. Ja, da wird natürlich ein Schuh draus. Ich bleib hängen. Hängen geblieben, der Junge. Das wird so nix. Ah! Naja, ein paar kleine Fehler gemacht, das wird bestraft. Sag mal, verschwindet doch mal, ihr irritiert mich einfach. Ich suche wieder irgendeinen Schuldigen, ich merk's. So, schon einen Meter gespart, schon. Ein, zwei Schritte vorangegangen, indem wir einfach Luigi den Schalter betätigen lassen. Drück! So, hoch. Nirgendwo hängen bleiben, auch da an den Wänden nicht. Wir wissen jetzt, dass da irgendwelche kleinen Hindernisse sind, die eigentlich so lame sind. Man sie gar nicht so recht als Hindernisse bezeichnen möchte, aber es ist, ja, das ist ihr Job, glaube ich. Dafür sind die da. Ist knapp, ist schon knapp, aber geht. Geht, geht! Holen wir erstmal die Kumpels und Kumpanen. Dankeschön. Sie haben einen Träger bestellt. Hier kann man wieder speichern, das hat ja irgendwas zu bedeuten, Ash. Machen wir das. Gut. Das UFO, das Ominöse. Wollen wir da jetzt auch an Bord? Haben wir da nicht schon mal? Oh-oh. Das macht jetzt einen Abflug, aber wir sind mittendrin statt nur dabei. Tja,
Es hat sich nun doch ganz von selbst bewegt, oder etwa nicht? Muss doch jemand an Bord sein. Was ist das? Kontrolliert man dies? Schickt man damit die Schubs in die Wüstiglichkeit? Aber natürlich brillant! Und alles nur dank Luigi. Was für eine Leistung! Nun zur Steuerung. Doch keiner an Bord. Wir steuern das. Mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst bisher. Natürlich! Er checkt das. Ich hab's! Für den Anfang sollten Sie den Block treffen, der dort schwebt. Treffen Sie ihn, wenn ich bitten darf. Okay, das ist eine meiner leichtesten Übungen, ne? Ja. Und dann, der Rest scheint mir... Wie Sie sehen können, sind weitere Blöcke erschienen und jede Anzeige hat nur noch begonnen, sich zu bewegen. Sie sollten in der Lage sein, die Anzeige anzuhalten, indem Sie den entsprechenden Block treffen. Ja, theoretisch. Ich rate Ihnen, diese Theorie an Baby Luigis Block zu testen. Ja, soll die mehr oben sein oder mittig oder unten? Ach so. Interessantiglich. Die Untertasse der Schub steckt nur entsprechend der Länge der Anzeige in die Höhe. Lassen Sie uns nur noch Baby Marios Block treffen. Ja, genau. Ex-Zelefant. Nun ist Mario an der Reihe. Du hast jemanden vergessen, ne? Wie? Sie möchten es auch versuchen, Luigi? Nur zu, machen Sie ruhig. Nicht allzu viel. Ja, nun ist Marios Block dran. Er unterscheidet sich von den anderen. Sie werden es verstehen, sobald sie ihn treffen. Vorwärts, Mario! Er gibt nur das Go. Oh, er schießt. Wie Sie sehen können, entsendet dieser Block einen erstaunifizierenden Strahl. Übrigens, der Block entsendet den Strahl auch dann, wenn die anderen drei Blöcke nicht getroffen wurden. Dann sollten die nicht getroffen werden. Aha. Diese nervigen Untertassen sind wieder aufgetaucht. Es wäre ideal, hätten wir mehr Zeit zum Üben, aber diesen Luxus können wir uns nicht erlauben. Jetzt geht es um die Wurst, also zögern Sie nicht! Möchten Sie, dass ich das nochmals erkläre? Nur zur Sicherheit. Verstanden? Ich hab's ja geschnallt, nur wie das in der Praxis aussieht. Ach, Mario kann immer... Aha. Sind wir schon soweit? Aha! Fantastikalisch! Versuchen wir noch eine weitere Schubuntertasse auszuschalten. Du weg, du weg. Ja, das reicht nicht, ne? Und wieder runter. Verstehe. Lass gelten. Perfektionös! Oh yeah. Sie sind wieder da. Sie sollten diese Schiffe auf die gleiche Art und Weise ausschalten können. Glückszyklus initiiert. So, dann hier den schon mal. So, hoch. Ah, ein bisschen hoch. Achso. Aber die kommen mir überhaupt nicht näher bislang, oder? Und weg. Wieder hoch, ups. So, lassen wir locker reichen, ne? Ganz okay. Ups. Ja, das ist ein bisschen Glückssache, ist ja ganz klar. Ich hätte auch gucken müssen. Der hatte eigentlich einen relativ guten Rhythmus. Haha! Wir wollen es einfach wissen. Das sind so viele, irgendeine treffe ich schon. Na, diesmal nicht. Ja, ich müsste ein bisschen besser gucken. Aber das System gefällt mir. I like und ich bin ganz oben. Oben auf. Vor allen Dingen, die kommen ja auch nicht näher. Ich dachte, dass die kommen jetzt wie eine Bedrohung mir immer näher aufs Leder, aber so ist dem nicht. Bravo! Vielen Dank.
Nichts zu danken. Aber warum tue ich jetzt als Shroop-Ofu andere abwehren? Macht das Sinn? Ist ein interessantes Minigame. Bringt Abwechslung rein und das ist ja ganz nett. Aber gebracht hat das was genau? Ach so, die sind von den Brücken weg. Ja, oh, juhu. Ja, dann... kann ich nicht schnell runter? Springen! Geht das? Nee. Das hätte mich ja auch gewundert, wenn das so einfach gegangen wäre. So, ja, halten wir mal fest. Wo wollen wir denn hingehen? Ich meine, nach rechts ist es ja eh kaputt. Da können wir kurz mal gucken, ob da irgendwie ein Item liegt oder weiß der Geier, ne? Ihr lieben Liebenden. Nö. Oder eine Bohne hätte ich mir vorstellen können. Ist alles drin, ist alles möglich. So, ich kill die Kleinen, weil die kennt man besser inzwischen. Wobei, es sind auch andere. Das sind ja gar keine Kirby-Farben mehr. Voll mir einen mitgegeben. Das ist ziemlich schade eigentlich. Gönnen wir uns ein Trampolin. Mal sehen, was es alles anrichtet. So, aufgepasst. Nichts falsch machen. Ich gucke ganz genau hin und halte die Klappe so gut es geht. Unglaublich. Manchmal unglaublich. Der eine hat 156 und wird noch... Okay, um 9 Punkte geheilt. Ah, so wird Schuh draus. Weil die jetzt so klein sind. Ah. Ach wie, ich bin noch auf und drauf gesprungen. Das können wir aber so nicht stehen lassen, liebe Leute. Luigi muss sich gönnen. Irgendwas kriegen wir noch, oder? Trampolin würde ich jetzt nicht probieren. Und Panzer sind halt so eine Sache. Ich probiere jetzt mit einer Brothers Blume. Ich weiß, für den Fliegenden muss ich dann X und Y drücken, aber eins nach dem anderen. Okay. Ich weiß nicht, wann der kommt, ne? Das ist nur eins, man kann dem irgendwie nicht ausweichen. Also schon, aber nicht kontern, nicht auf die Birne, auf den Deckel springen. Bevor du jetzt irgendjemanden heilst, würde ich dich gerne wegrasieren. Trotzdem macht er genau das. Ist mal um 32 Punkte, das ist ein bisschen mehr. Dafür ist er auch down. Und du auch! Nein! Nur ein Vorschlag, sollte keine Kritik sein. Gerade wollte ich sagen, ich weiß jetzt, was die machen. Und verstehe das ganz gut, da macht er was Neues. Bevor ich es überhaupt aussprechen konnte. Brave Gegner, liebe Gegner. Herausforderungen im Leben, die braucht man. Sonst wächst man nicht daran. Coolio. Wir geben EP ohne Ende. So, also weiter kann ich ja von der Seite aus sehr offensichtlich eh nicht. Dann zurück zu den anderen Röhren. Was heißt zurück? Also, da wollten wir schon mal hin. Alter, wie es kein Ende nimmt mit den Sackfalten hier. Trampolin, ja. Aber mit mehr Concentration. Ach. Ist halt schade. Wieso heilen einfach? Warum ihn? Na wartet, wir werden Blumen benutzen, aber nur auf die Fliegenden. Das geht mir jetzt auf den Keks.
Das gehört sich nicht. Heilung? Wer macht denn sowas? Mitten im Kampf? Ja, ich nehme Brothers Blue Pokémon. Vor allen Dingen kriegen so die unteren Gegner trotzdem noch was ab. Ein bisschen nur, aber ja, etwas. So, schon viel besser. Ja, zu früh, hab's gemerkt. Ja, und der Rest sollte mit Geduld und Spucke glatt gehen. Oder komm, wir nehmen rote Panzer. Was soll's? Was soll der Geiz? Schabone. Schabone. Hä? Mhm. Wie das immer so ist. Die Gegner. Man gewöhnt sie sich erst an, wenn sie nicht mehr auftauchen. Dann kommen wieder neue. Wer ihn ärgern wollt, ist halt wirklich so, ne? Geh doch down, Mann! Jo. Klappt besser. Oh, lecker, lecker. 40.000 Erfahrungspunkte. Das kann sich sehen lassen. Hat ja auch 800 gebracht, also. Nicht schlecht, Herr Specht. Werden wir womöglich alles benötigen, ne? Ich gehe erstmal hier rein. Vielleicht ist es ja so ein Shortcut da zum Anfang. Nee, bislang nicht. Dann gucke ich erstmal weiter. Was war die andere? Kann ja sein. Ja, ganz genau sowas. Sowas habe ich mir vorgestellt. Dann kann die Reise weitergehen. Tut mir leid, Leute, dass es jetzt gerade halt so ein bisschen... Was heißt, tut mir leid? Es ist halt auch ein großer Teil des Spiels. Zumindest das Entdecken, Erkunden, Rätsel lösen und auch das Kämpfen. Was willst du mehr? Nur manche würden sich mehr über Story freuen. Ich bin mir sicher, die wird noch folgen. Wir müssen uns hier erstmal durchs Gemüse schlagen. Und dann sehen wir weiter. Vor allem muss es mit der unteren Etage irgendwie noch verknüpft sein. Anders geht es ja auf keine Kuhhaut. Aber noch fehlt mir hier der Zusammenhang. Auch dass unten noch so viele Schalter waren und ich sehe gerade eine Bohne. Und auch das geht natürlich so. Oder auch nicht. Kleiner Fehler in der Matrix, aber was soll's? Das ist auch absolutes No-Go. Aber diese bunten Blöcke. Moment. Müssen wir den erstmal hoch? Die denn hoch? Ich denke, obwohl, wird knapp. Nee. Ist ja was zu erkennen. Offensichtlich sollen wir halt von draußen rein. Wie kommen wir auf dieses äußerst pinke Geländer? Das könnte dann aber klappen, oder? Ah, schwierig, ganz knapp, ey. Aber es klappt. Ihr hättet euch ja erstmal draufstellen können. Aber hier geht es trotzdem. Schön ausgetüftelt, wirklich. Das Ganze. Nämlich ein bisschen weniger Anlauf. Quasi. So wollen wir das sehen. Ah. Das ist doch der Hammer. Aber voll. Da passiert etwas. Gehen wir mal Lucky Lucky machen. Alle beisammen. Es ist niedriger geworden, ich glaube schon. Ja.
Jopp. Kurz noch positionieren. Und dann dürfen wir da rein. Ist es nicht herrlich? Doch, doch, das ist herrlich. Wir kommen voran. Stetig und beständig. Passiert was? Peach! Aber wir sehen sie nur. Auf einem Monitor. Ich dachte schon. Sieht halt ziemlich strange aus. Es scheint, als würde sie unsere Stimmen nicht erreichen. Reparier mal. Nein? Könnte sein, wenn man mal gepflegt draufhaut. Babys. Oh. Ah, sie hört uns. Diese Stimme. Ist das Mario? Endlich ist er gekommen. Es ist möglich, dass der Aufschlag die Verbindung hergestellt hat. Ich bin hier eingesperrt, hier oben an der Spitze der Statue. Aber wie willst du? Oh oh. Man hat uns bemerkt. Die Übertragung wurde beendet. Die Überwachungsausrüstung scheint zertifiziert zu sein. Zumindest haben wir erfahren, dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Ich glaube, dieses Rohr führt zu den höheren Ebenen. Da unten? Keine Ahnung. Nun kommen Sie schon, zurück zum Abenteuer! Aber auf den unteren Ebenen war ja auch noch so viel übrig. Da waren ja auch noch irgendwie Sachen, die gekreuzt werden wollen anscheinend. War das denn optional oder kommen wir da noch hin? Die Antwort auf diese Frage werden wir sicherlich erfahren. Wir werden sie erfahren. Entweder wir müssen das machen oder nicht und das Spiel ist vorbei irgendwie. Dann wüsste ich, war es optional oder nicht. Was zum Teufel ist nun los? Kettenhund. Was willst du mir sagen? Ja? Blaue Röhre und jetzt... Wieder ein geiles Minigame, oder wie? Wow. Was zum Teufel genau ist das? Wir müssen wieder hoch. Das geht aber nicht. Wir sind runter. So, speichern tut nicht weh. Aber wir sind für heute noch nicht fertig. Ihr seht schon, dass es hier eine größere Sache ist, ne? Ich bin mir sicher, dass es eine Rückröhre. Ja, das einzig Logische. Mhm. Da kann man aber so ein bisschen sehen, wie groß das noch ist. Wenn wir jetzt quasi zwei Drittel haben irgendwie. Oder sind im zweiten der drei großen Bereiche, wie man es bezeichnen möchte. Das da, wo die Röhren sind, eigentlich auch schon der erste Bereich und das wären damit vier Bereiche. Ach, was sollen die nackten Zahlen? Blumenmixe. Was ist das denn? Alter. Soll das Todsworth darstellen? Ja, Shroopsworth. Tatsächlich. Da hat noch jemanden hinten dran kleben. Was voll keinen Sinn ergibt, dass der Alte ist. Ich meine, wir sind ja in der Vergangenheit. Der geht voll klar. Der ist voll easy. Gibt doch gar nicht so viel EP, wie ich mir jetzt gedacht hätte. Aha. Das können wir runterlassen. Da passen doch bestimmt die Babys rein. Ja, verstehe. Ich hätte mich erstmal zu Ende umgeschaut. Taschen wir raus. Jetzt will ich nicht gegen diesen... Geister-Scheiger im Moment kämpfen. Ach, die müssen erst platt gemacht werden. Entschuldigt. Da war ja was. Mhm. Ihr beeilt euch schon mal. Aber war ein bisschen spät. Gib's dazu. Noch den. Ah, vielleicht... Alter. Ich glaube, wir müssen... Ja,
Ja. Das sag ich dir aber. Und wie wir müssen. Fruchtet doch. Unsere Arbeit fruchtet. Hm, lecker Frühstück. Baby Jumping. Wo ist denn jetzt ein Block, wo wir die alle wieder zusammen trommeln können? Bislang. Hä? Können wir jetzt auch alle hoch, ja? Das wird die Lösung aller Probleme sein. Und wir gehen als Babys einfach mal voran und hoffen auf den Block. Ja, passiert. Das ist auch für euch, meine lieben Liebenden. Sag mal nicht, es wird wieder so ein Spielchen hier. Oh, doch. Ah, Mann. Ich hoffe, wir müssen nicht alle einkassieren. Schlag dich halt so gut, wie du kannst. Ja, aber es zählt keiner, es juckt einfach keinen, wir nehmen es einfach mit. Ist ja normalerweise immer so bei den Mario Brothers, sie nehmen einfach die Münzen mit, ohne nachzufragen, wem gehören die, kann man die einfach mitnehmen, darf man? Die tun es einfach, weißt du. Mein Gott, sind die Badass. Das war hier unten. YOLO! Läuft. Da haben wir wieder so eine Kanone wie in der Wüste einst. Die können wir doch bestimmt von hier aus betätigen. Ja, so ist dem. Geladen. Feuer! Da lag aber viel auf dem Weg. Hat uns ein bisschen mit Angst zu tun. Weil ich nicht weiß, was die hier von einem verlangen. Hier sind ja die zwei Blöcke. Wo sind denn die anderen? Ich glaube, die Marios müssen erstmal... die Marios vor allen Dingen. Die müssen wir uns hier irgendwie durchbocken. Ach, guck. Naja, das ist die eine Geschichte. So können wir erstmal fighten. Und zwar jetzt gegen diesen Geister-Guy. Ganz normal, um zu gucken. Alter. Was die so treiben. Bestimmt nichts Gutes, was sie im Schilde führen. Hä? Alter. Ja, ist klar. Warum? Verstehe. Keine Ahnung. Yes. Er verstärkt ihn. Das gefällt mir nicht so wirklich. Da geht er down, da geht er down, da geht er down. Nee, du greifst an. Wie sehe ich denn aus? Baby Luigi beteilen. Oder war der erst dran? Klar, wir haben Wunderpilze Deluxe, aber die hebe ich mir noch auf. Die werde ich zum Schluss in aller Ausführlichkeit verpfeffern, wenn es denn sein muss. Hebe ich mir mal gepflegt auf. So, und jetzt noch dieser Totsworth-Verschnitt. Voll als alte Kriegskram hingestellt. Was ist los? Okay. Sein Angriff ist erhöht. Aber naja, sein Blutdruck auch. Get down, get down. Hab mich schon gewundert, warum ich keinen Doppelsprung machen konnte. Der hält nichts aus, Mann. Der hält nichts aus. Wisst ihr, was ich mal loswerden möchte? Die Parts, die gehen hier so schnell vorbei in dieser Festung, in diesem Palast, aber es ist schon wieder passiert. Deswegen ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob wir dann hier das langsam mal fertig kriegen, so mehr oder weniger. Bis dann und ciao!